Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim und wir folgen mal weiter Jarl Balgruuf. Farengar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Genau. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Das klingt ja schon sehr nervig. Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ja, und was hat das jetzt mit Drachen zu tun? Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker, vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Und was soll ich jetzt tun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ja, jetzt wissen wir auch, was die Karte auf dem komischen Steiner zu bedeuten hatte. Da sind dann nämlich wohl die verschiedenen Drachenhorte. Und wir können den Stein jetzt einfach mal an Faringer weitergeben. Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturzhügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Natürlich. So, jetzt habe ich euch den Drachenstein gebracht. Was kommt denn jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Sehr gut, dann würde ich mit Besucht dem vielleicht nochmal... Versucht die Drachenfeste, noch mal... um über die andauernden Feindseligkeiten... Nee, handeln wollte ich. Darauf. Mal gucken, was der noch so alles hat. Da könnten wir uns Waffen beschwören, aber mit Waffen kämpfen wir ja nicht. Ah, was könnten wir denn alles gebrauchen? Ich glaube, hier der Feuerblitz wäre schon mal nicht schlecht. Dann nehmen wir uns vielleicht noch mal... Kerzenschein. Damit wir da noch mehr sehen können. Magierlicht halte ich eigentlich nicht für ganz so gut. Da verschwenden wir jetzt mal nicht unser Geld für. Dann nehmen wir halt nochmal Seelenfalle. Und hier gibt es noch Steinhaut. Und es gab auch Eichenhaut, glaube ich. Das macht 40 Punkte und Steinhaut ist dann wohl das Bessere. Dann nehmen wir einfach mal das. Und vielleicht auch nochmal Schutzgeist beschwören. Da gibt es ja auch mehr zum Beschwören. Nee. Ich glaube nicht, also Schutzgeist beschwören. Ja, sehr gut. Haben wir noch irgendwas für den? Er sieht nicht danach aus. Nee, eigentlich nicht. Dann lesen wir die Bücher eben auch nochmal alle. Das wollte ich eigentlich nicht lesen. Na, jetzt komm. Ist nie, dass euer Verstand... So, damit haben wir schon mal ordentlich Zauber dazugelernt. Und mir fällt auf, ich bräuchte eigentlich immer noch Stiefel. Ah, die Eisenstiefel kann ich übrigens auch verkaufen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Ja, also echt. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Ja, dann mal los. Und jetzt gibt's hier trotz Drachenangriff erst noch mal eine kleine Besprechung, wie es aussieht. Irelet, wir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wald. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest.
Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ach, schon wieder. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Helgen soll von einem Drachen erwischen. Eisdust und der Gesundheit. Und der geht mir hier tierisch auf die Nerven, dass der hier die ganze Zeit rumspringt. Ja, hör auf zu stehen und lauf. Aber spring hier nicht die ganze Zeit durch die Gegend, ohne dich zu bewegen. So, eben der Akane wird Verzauberer. Wir können nämlich die Eisenrüstung jetzt mal entzaubern. Und haben damit auch noch einen neuen Stufenaufstieg. Mal wieder. So, was nehmen wir da Gutes? Hier natürlich wieder Magiker. So, sonst hier können wir nichts weiteres nehmen. Vielleicht... Na, Illusion bringt es ja nicht ganz so. Sonst nehme ich, glaube ich, noch Veränderung. So, Veränderung, Novize. Ich weiß auch gar nicht mehr, stand hier eigentlich bei, wenn da sind, was Novize ist und was nicht Novize ist? Ja, hier steht es dran. Ja, und das ist natürlich Lehrling, die Steinhaut. Damit kostet die ziemlich viel Mana natürlich, das ist nicht ganz so schön. Aber gut. Vielleicht bleibe ich dann doch auch lieber nochmal bei der... wie hieß das? Eichenhaut. Die bietet ja immerhin auch noch ein bisschen Schutz. So, jetzt... Warum werden mir eigentlich gerade zwei Sachen angezeigt? Achso, einmal Irilet folgen. Dann folgen wir ihr einfach mal. Die wird schon wissen, wo wir hin müssen. Und nebenbei sollte ich vielleicht daran denken, hier mal mir noch Schnelltasten zu belegen. Und zwar der Feuerblitz kommt auch noch zu. Genauso wie, was haben wir denn jetzt sonst noch Schönes? Schutzgeist, Beschwörung, Seelenfalle. So, sehr gut. Dann legen wir uns das auch eben nochmal auf Tasten. Ist der Feuerblitz auf der 2, das wird die 3. Dann ist das der neue Beschwörungszauber. Und die Seelenfalle kriegt natürlich auch noch eine Nummer. Ach, die läuft gerade auch nicht weiter. Sonst ignorieren wir die einfach und laufen direkt zu dem Wachturm. Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Ach, was ist mit dem kaputt? Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Morgen 10 Septime, Babykampfgeborener. Oder es gibt eins auf die Nase und die Lippe. Nein, bitte. Ich hab wirklich kein Geld, Breit. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Aber bitte nicht schlagen. Eure gute Tat des Tages tun. Was gabt ihr denn so? Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Das kann ich mir vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Schade, dass die Kinder da nicht mehr zu sagen, warum die sich hier so totprügeln wollen. Greift den westlichen Wachturm an. Drachenfeste behaupten, jetzt sind wir dran. Ich danke euch im Namen von ganz Weißau. Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen?
Nein, wir sind gleich mausetot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Jung, und was Mädchen, sagt ihr? Hunde, sollen wir einen Alte, Drachen töten? Es gibt niemanden, ja, mit dem ich es nicht ganz kann. Genau. Ruhe hier, Kind. Rücken wir aus. Und die klangen jetzt gerade auch sehr begeistert. Aber gut, man muss ja schließlich auch gegen den Drachen kämpfen. Und ich gehe auch davon aus, dass es auch für uns ziemlich schwierig werden wird. Weil ein Drache ist ja doch ein ziemlich harter Gegner, vor allem wenn man bedenkt, dass wir nicht ganz so viel aushalten. Und den wahrscheinlich auch nicht so schnell klein bekommen. Aber gut, wir werden es versuchen. Und eigentlich müssen wir es ja auch schaffen. Was vielleicht noch ganz gut wäre, wäre, wenn wir uns einen Feueratronarch beschwören könnten oder so. Weil der könnte ja auch nochmal auf Distanz kämpfen, aber das können wir leider nicht. Deshalb, ja, müssen wir den wohl halbwegs alleine klein bekommen. Da hinten beim westlichen Wachturm. Und die Khajiit lagern hier immer noch. Ich kann auch mal gucken, ob ich den nicht nochmal meinen Rest verkaufen kann. Ich meine, ich hatte doch noch irgendwas hier, die Eisenstiefel, die wollte ich ja noch verkaufen. Und die Stahlrüstung kann auch weg. So, sehr gut. Möge euer Weg euch eben auch nochmal ein bisschen Geld verdient, so auf dem Weg zu dem schlimmsten Kampf, den wir jetzt erstmal schlagen werden. Ich glaube, ich könnte eigentlich auch vorrennen, oder? Obwohl, dann stehe ich da so alleine. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass der nicht dann sofort angreifen wird. Ich habe jetzt nämlich auch nicht die Lust, hier die ganze Zeit noch so rumzuwarten, bis die hier endlich mal ihren Arsch bewegen. Ich meine, kann nicht wahr sein. Nebenbei kann man natürlich noch mal ein paar Schmetterlinge fangen. Wenn man es denn kann, und ich kann es gerade nicht. Auch wenn wir die ja sowieso nur wieder verkaufen würden. So, hier sollen wir hinkommen. Und dann vermutlich auf die da hinten warten. Na, wo kommen sie denn? Einzelne Zauber frisst natürlich auch ziemlich viel Mana. Aber ist wohl jetzt die einzige Möglichkeit, die ich habe, um hier den Drachen anzugreifen. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Oh ja, so sieht's es aus. Sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Na, wahrscheinlich haben wir es mit einem Drachen zu tun, das wissen wir doch schon. Man kann nur hoffen, dass er jetzt nicht wiederkommt. Immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Super. Na, wo ist er denn? Wir können es ja mal vielleicht auf den Turm hier stellen. Er kommt zurück. Na denn. Treffen wir ja einfach mal nicht, den Mjolnir. Ich weiß auch gar nicht, ob es so klug ist, hier oben zu stehen. Ja, wo ist er? Ach, da. Auf jeden Fall wird es hier oben etwas wärmer. Wobei wir auch an dem eigentlich relativ gut Schaden machen. So bis jetzt gesehen. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr Sterblichen uns bereiten könnt. Ja. Mann, haben wir wirklich nicht so viel. Das wird wohl unser Hauptproblem hier werden. Ja, was mache ich denn dann? Ohne Mana, Mana-Tränke trinken am besten. Hier, so ein paar kann man ja mal nehmen. Dann sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen sparsamer mit den Zaubern umgehen.
Ja, das erwähnst du bereits. Oh shit. Oh, das ist gerade übel. Da müssen wir uns auch nochmal eben so weiter aufheilen. Und dann gibt es jetzt zurück zu unserer schönen Position hier oben. Na komm. Na, jetzt hebt er wieder ab. Ich kann ihn auch mal besser treffen. Ist auch ziemlich gut, dass wir jetzt noch die Stadtwache zur Verstärkung haben. Weil sonst würde das ihm noch mehr Probleme geben. So viel wie der ja auch schon wieder verbrennt. Uiuiui. Na, wo ist er denn nun? Ah, hier. Na, die Hälfte haben wir immerhin von dem. Ihr seid tapfer, Bala. Natürlich sind wir tapfer hier, Junge. Was hast du denn erwartet? Mir stört gerade so ein bisschen, dass die Musik schon wieder aufhört. Die war gerade so schön. Irgendwie hängt er jetzt gerade da unten so ein bisschen fest. Aber ich will dem auch nicht zu nahe kommen. Wer zaubert hier gerade eigentlich? Ich glaube, ich muss dem zu nahe kommen. Der hebt ja anscheinend auch nicht mehr ab. Vielleicht kann er auch jetzt nicht mehr abheben, weil wir den Flügel schon zu sehr verbrannt haben oder so. Ich weiß es nicht, wir können aber auf jeden Fall noch mal ein paar Mana-Tränke trinken. Niemand, das war ein Heiltränke. Dann geben wir dem eben den Rest. Obwohl, so mal eben schnell geht das auch nicht. So, dann warten wir noch mal auf ein bisschen Mana. So langsam wird es ja auch ziemlich langweilig, gegen den zu kämpfen. Hoch, wo kommst du denn her? Ja, und damit würde ich sagen, wir gucken uns die Leiche von dem dann mal beim nächsten Mal an. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und ciao.